Möchtest du den Vlog beginnen? Nein, dieses aufgeschnitten Brot. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin ein aufgeschnittenes Brötchen und ich schmecke sehr, sehr lecker. Alles klar! Mal was Neues. Weißt du, auch für die Bäcker unter den Zuschauern und so. Ja, du warst schon ganz fleißig, schon warst schon Brötchen holen. Ja. Damit wir frische Brötchen zum Frühstück haben. Und ich habe in der Zeit den Tisch gedeckt mit Apfelsaft und Milch, Kaffee, Käse, ein paar Gewürzen, Wurstplatte. Dann da ist auch noch Wurstbrötchen, Tomaten und Gurken. Sehr gut, ne? Mhm. Und da hinten steht ein Mini-Nutella. So, jetzt seht ihr mich auch mal. Mittlerweile haben wir schon 3:30 und es ist ein bisschen Zeit vergangen vom Frühstück bis jetzt. Wir haben schon angefangen, hier sauber zu machen und ich habe jetzt 4 Stunden lang mein Video erstmal geschnitten und habe dann auch nicht gefilmt, weil ich wollte wirklich einfach nur meine Ruhe, damit ich das Video fertig kriege. Das war diesmal ein bisschen aufwendiger, beziehungsweise ein bisschen mehr zu schneiden, denn ich hatte eine ganze Stunde Filmmaterial und sonst habe ich meistens so um die 20 Minuten bis 30 Minuten, je nachdem wie viel ich halt gefilmt habe. Und gestern habe ich halt echt viel gefilmt und ja, hatte 1 Stunde Filmmaterial und die musste ich jetzt erstmal zurechtschneiden. Das Video lädt gerade hoch und ist jetzt fast fertig hochgeladen und da bin ich echt froh drüber. Jakob, der hat schon das Badezimmer geputzt und die Küche gekehrt in der Zeit. Ich habe gerade eben hier den ganzen Kram zusammengesucht, der hier überall rumstand und mal aufs Sofa gelegt, weil wir das gleich sortieren wollten. Denn wir haben vor, hier heute ein bisschen aufzuräumen, weil und generell halt einfach mal so den Kram, den man halt mal überall mal so hinlegt, ihr wisst das, ne? Dann legst du das da hin, vergisst das, dann bleibt das da erstmal liegen und dies, das. Das wollten wir halt mal wegräumen, vor allen Dingen, weil wir morgen auch Besuch bekommen von Freunden. Jakob chillt gerade noch ein bisschen auf dem Sofa. Und dann werden wir jetzt mal schauen, dass wir den Rest aufgeräumt bekommen. Also wie gesagt, Badezimmer ist geputzt, Küche ist geputzt. Ja, aber auf jeden Fall werden wir jetzt mal hier den Kram da wegräumen. Und auf dem Tisch liegt auch noch ein bisschen was. Aber ich denke, das werden wir jetzt eigentlich hinkriegen. So, ich habe mich jetzt nochmal hier an den Tisch gesetzt und habe mir den PC aufgemacht und habe YouTube offen, denn ich wollte mein neues Buch einweihen und mal ein paar Ideen aufschreiben und habe auch hier wieder meinen Kalender abgedatet und so ein paar Termine noch reingeschrieben, weil das mache ich nicht immer regelmäßig, das vergesse ich auch ab und zu gerne. Das, was ich jetzt noch reinschreiben muss, ist: Montag um der 26. habe ich wieder einen Termin für die Nägel wieder neu machen zu lassen. Und zwar zusammen mit meiner Oma, die hat gesagt, die hatte auch mal wieder Lust drauf. Und da habe ich einen Termin für uns beide gemacht. Mein Gott, ich habe schon ewig nicht mehr SpongeBob geguckt. Und irgendwie ist einfach nichts im Fernsehen. Einfach absolut gar nichts. Dann habe ich einfach mal auf Nick geschaltet. Und da läuft einfach SpongeBob. Ich finde das so krass, dass nach den ganzen Jahren, wo es schon SpongeBob gibt und so viele unendliche Folgen,
dass den Leuten immer noch was Neues einfällt. Also die Leute, die halt SpongeBob erfunden haben oder SpongeBob die Folgen machen und so. Das ist so krass, dass denen immer was Neues einfällt, wie die das machen können. Aha, geil, ey. Hab ich als Kind immer geguckt. Also es ist schon sehr dunkel. Es tut mir immer wieder aufs Neue leid. Aber ich bin froh, wenn ich bald endlich eine richtige Vlogging-Cam habe. Das wird ganz, 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 ganz bald kommen. Jetzt ist auch schon das nächste Licht ausgegangen, denn der Stern da hinten hat eine Zeitschaltuhr und ist jetzt einfach mitten in meiner Szene ausgegangen. Super. Aber trotzdem wollte ich jetzt den Vlog beenden. Aber ja, auf jeden Fall kriege ich bald eine Vlogging-Kamera und bin sehr, sehr froh darüber. Dann habe ich weniger Struggle die ganze Zeit mit den Speicherkarten in meinem Handy. Und natürlich wird das dann auch für euch besser sein. Ich weiß noch nicht genau wann, aber auf jeden Fall sehr bald. Und ja, ich liege auf dem Sofa und habe die ganze Zeit ein bisschen Fernsehen geschaut. Und eigentlich, ich habe euch, glaube ich, auch eine kleine Szene eingeblendet, aber habe die meiste Zeit eigentlich nur Videos geplant, jetzt für die nächste Zeit, wenn die Daily Vlogs aufhören. Und ja, da habe ich immer die ersten Videos geplant, damit ich schon mal ganz, ganz viel so aufgeschrieben habe, was ich so vorhabe. Und Jakob sitzt immer noch da hinten im Dunkeln. Man sieht gar nichts, egal. Sitzt da immer schon. Immer noch. Ich glaube mittlerweile seit 6, 7 Stunden. Wir haben nämlich nach 12. Also seit 6, 7 Stunden ungefähr sitzt er da und lernt und guckt sich alles an und ist ganz fleißig für seine Klausuren am Lernen. Aber ich denke, dass er sich gleich auch mal davon losreißen kann und dass wir dann auch ins Bett gehen. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich. Was war dieser kleine Aussetzer jetzt? Keine Ahnung. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.